Kannst du vielleicht selber noch ein bisschen Märchen und singst. Und was immer du bist gekommen, hast du vorhin auch gesagt, ohne zu wissen, was eigentlich. Du bist gekommen und hast jetzt gespürt, dass ja, was auch immer jetzt am Mann sein wird. Allerliebsten singen möchte. Ich schreibe Märchen und Gedichte mit Vorliebe für Menschen, die es tatsächlich gibt. Und mach meine Zwergen, habt ihr da sicher schon gesehen, die habe ich immer gerne mit dabei, schreibe Zwergenmärchen und sticke dazu die Poppen und ich singe und tanze und wie du schon gesagt hast, ne, mit, wenn du tanzt, bebt die Erde und ähnlich ist es bei mir auch, mit Ganzkörpereinsatz bin ich unterwegs und ich weiß nie, was gerade dran ist, aber heute will es nicht gesungen werden. Und zwar für alle Engel und Elfen und Wesen des Lichtes habe ich euch ein wunderbares Lied geschrieben, das singe ich jetzt einfach. Und danach möchte noch eins gesungen werden, das mache ich und dann wird es sich zeigen. Ich glaube, dann ist erstmal gut. Also, seid bereit. Du und du. Ne? Engel und Elfen, Liebe und Licht, wir gehören zusammen. Getrennt sind wir nicht, Feen und Zwerge, Gnome und Koboldschar. Wir heilen Mutter Erde und machen Wünsche wahr. Seid liebevoll und ehrlich, dann ist das Leben herrlich. Seid freundlich und auch tolerant und schon ist die Gefahr gebannt von Kriegen, Leid und Schmerz. Krankheit und Kummer im Herz, Lügen und Unehrlichkeit, denn die brachten uns nie sehr weit. Engel und Elfen, Liebe und Licht, wir gehören zusammen, getrennt sind wir nicht. Feen und Zwerge, Gnome und Koboldschar, wir heilen Mutter Erde und machen Wünsche wahr. Dann trägt die Liebe den Sieg davon und Frieden ist unser aller Lohn. Freiheit und Glückseligkeit macht sich in unserem Leben breit. Gesundheit und kreatives Tun und Leben. Ach, Freude ist unser Lebensinhalt nun. Singen, tanzen und lachen und fröhliche Späße machen. Engel und Elfen, Liebe und Licht, wir gehören zusammen, ein Zeit für dich. Engel und Zwerge, Lob und Schatz, wir heilen Mutter Erde und machen Wünsche wahr. Ja! Schon gleich für den Teich mitsinge, das können wir vielleicht nachher nochmal am Wasser singen, das nämlich von den nächsten los, platsch, 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 komm, sag. Nixen und Nereiden, wir Wassergeister all, wir wollen's lustig treiben, Spaß haben auf jeden Fall. Wir springen in die Fluten und tanzen wild umher. Denn wir sind hier die Guten in Flüssen, Seen und Meer. Wir hüpfen durch Pflanzen und Bäume, durch Menschenkörper auch, schweben durch eure Träume, wenn der Morgen Nebel haucht. Ihr findet uns in den Tropfen, in Regen, Schnee und Eis, hört uns mit dem Hagel klopfen. Wenn's wird zu heiß. Nixen und Nereiden, wir Wassergeister all, wir wollen's lustig treiben, Spaß haben auf jeden Fall. Wir springen in die Flut und tanzen wild umher, denn wir sind hier die Guten in Flüssen, Seen und Meer.
Sing du jetzt mal etwas. Magst du? Wie wundervoll. Ja. Jetzt wollen wir schon ein bisschen von dir erfahren, oder? Wasser, ich bin auch der Wind. Nein, das brauche ich nicht, danke. Also, soll ich was erzählen, möchtest du, oder? Was auch immer, oder? Ich beglücke mich, das kann ich gut. Mit Liebe, liebe euch entzücken. Eure Welt verrücken, genau. Ja, was soll ich sagen? Die Elfen und die Zwerge und die Kobolde, die ganzen Naturwesen, mit denen bin ich einfach auf Du und Du. Und in Form, dass sie immer Lieder bei mir bestellen und Lieder von mir gesungen haben wollen, was ich täglich tue, so wie es mich ruft. Die Bäume wollten ein Lied, die Zwerge, die Elfen, die Feen, ich habe sie für alle geschrieben und für Menschenkinder auch. Und singe das mit Freude und Leidenschaft. Ich schreibe Gedichte, ich schreibe Märchen und ich kann gerne noch ein Märchen vorlesen oder ein Gedicht oder zwei oder drei. Oh. Ja. Oder möchtet ihr mich was fragen? Oder wenn ich darf. Ja. So, du bist ja. Ja. Ich weiß, deine Märchen sind auch wundervoll, die du geschrieben hast. Und so die Einladung, wenn du möchtest, so jetzt so für uns. Aus dem Moment und für die Zuschauer, die du fühlst, was gerade da ist, vielleicht mit Einbeziehung mal hier und da oder wenn du eine Energie da spürst und da, das wäre toll. So eine Geschichte. Märchen oder Geschichte so okay. Mit Einbeziehung von, ja, was auch immer da ist. Ja, 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 natürlich. Ist okay? Ach, du Fjottchen, natürlich. Wir sind ja alle auf der Reise unseres Lebens. Und da, wo es uns... Da, wo es uns hinführt, ne, da sind wir immer richtig, nur damit wir es wissen. Keiner ist hier ohne Grund, keiner sitzt hier vor dem Bildschirm ohne Grund, weil wir sind alle eins. Und so passieren uns immer so wundersame Dinge und wir wissen gar nicht, warum. Ne? Wir gehen so im Wald spazieren, da krabbelt uns auf einmal was am Fuß. Oder ich habe heute gehört und gelernt, dass sogar die Mücken ihre wundervolle und wertvolle Aufgabe haben, was mir völlig neu ist. Naja, warum ist so eine Mücke zum Beispiel unterwegs? Dann sieht sie was. Schnappt sich da was Leckeres. Also für die Mücke sehr heilsam und sehr gesund. Und ich habe heute gehört, das heißt, sie ist auch heilsam und gesund. Gut, liebe Mücken, sage ich ab heute danke, danke, danke. Ich stech mich, hol mich ab hier, wo ich bin. Aber bitte quält mich nicht so. So Geschichten soll ich erzählen. Was gibt es? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Menschen, Tiere, Wesen, wir sind ja nie alleine, wir sind ja immer unterwegs. Ein Engel, Zwerg. Mhm. Genug. Also der Raum ist ja so voll, ich weiß gar nicht, wo ich lang gehen soll, weil hier ist ja immer gar kein Platz, hier alles noch ist, die Wale. Eigentlich sind alle Welten heute hier und schauen uns zu und merken, wie wertvoll und wichtig wir alle sind und was wir hier alles tun. Das ist so wichtig für das gesamte Universum. Ich habe auch gehört, das Universum sitzt komplett da auf den Sofas und schaut uns zu, was wir heute hier machen. Ich meine, wir hier, also wenn die uns schon für so wichtig halten, bitteschön, ich glaube, dann müssen die wichtig sein. Nein, wir gehen. Wir stehen, wir fliegen. Jeder ist an seinem Platz sowieso richtig, nur damit ihr es wisst. Wir haben uns das selber ausgesucht. Warum? Der liebe Gott arbeitet nur mit den Besten zusammen. Und er schickt wirklich nur die Besten an den Platz, wo sie am wichtigsten sind. Also da, wo ihr gerade alle steht und sitzt im Leben, seid ihr genau da, wo der liebe Gott euch haben möchte. Und da ihr gesagt habt, ja, nimm mich, hat er gesagt, okay, dir vertraue ich, Kind. Ab zur Erde und mach deinen Job. Und jeden Abend, ne, möchte er von dir auch Bericht haben. Ne? Also, lieber Gott, hier ist mein Geschenk an dich, mein Tag. Und zwar sollen wir unseren Tag in Glück, in Freude und in Liebe verbringen. Und wir sollen alles mit Leichtigkeit nehmen. Aber dafür schickt er uns in die schwerste
Schwere, wie sagen wir damit, Leichtigkeit, wie so ein Watschen, nasse Hose, nasse Ich bin so leicht. Ich weiß nicht, wie er sich das vorgestellt hat. Und lässt er mich nicht als Schmetterling auf die Welt kommen. Das wäre es doch irgendwie. Nun dürfen wir lernen, menschliche Schmetterlinge zu werden. Ich nehme an, das wollte er von uns. Ja, wie kriegen wir das jetzt hin? Ja, also das machen wir. Wir schauen aber den Kindern zu, wie die das machen, weil die haben es kapiert. Die sind nämlich vom lieben Gott zu uns geschickt worden, damit sie uns zeigen, wie das geht. Einfach sein, einfach machen. Und dann, ja, und alles mal leicht nehmen, alles nicht so schwer und wichtig nehmen, wie wir das immer tun. Die Zeiten sind vorbei, wo wir es in Schwere tun mussten. Ich glaube, das wissen sogar die Steine hier. Die bewegen sich nämlich auch permanent, ne? Rollen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Und ich glaube, das Geschenk des Lebens ist, wenn ich das alles sehe, was hier gerade so liegt, ist ja wirklich alles vertreten. Die Federn der Leichtigkeit, die Engel, haben sich hier verewigt, niedergekniet uns zu Füßen. Die Blumen sind da, das sind die Elfen, die Feen, die Wasserwesen sind da, ne, die Naturwesen und hier sogar die Steine, die weisen Wesen. Also wirklich, schaut euch den Stein an, schaut ihn an und was für ein Gesicht seht ihr? Für den einen lacht er, für den einen grinst er, für den anderen guckt er schwer. Also wenn er schwer guckt, drehst du ihn einfach rum, dann guckt er leicht und schon hast du es verstanden. Ne? Dreh dich mal um, dreh mal deine Gedanken um, stell dich mal auf den Kopf. Vielleicht guckst du nur aus der falschen Richtung auf das Problem, das du gerade hast. Ne? Es gibt eine ganz tolle Sache, wie ich immer Probleme löse. Ich weiß nämlich, dass uns der liebe Gott ein Problem schickt. Das heißt, wir haben uns das ja alles selbst vorher schon vorbereitet, als wir noch auf Engel waren. Und haben ja, wir wollten da groß und stark und weise werden. Also haben wir uns gesagt, Moment mal, ich schicke mir dann und dann und dann immer ein Problem, ne, wie Steine am Wegesrand liegen da. Aber ich schicke mir schon gleich die Lösung mit und ich schicke mir auch die Energie mit, damit ich Problem und Lösung zusammenbringen kann. Und seit ich das weiß, mache ich mir das Leben leicht. Ich sage immer, okay, egal was für ein doofer Brief oder ein doofer Nachbar oder ich weiß nicht was, worüber ich mich ärgere. Ja, okay, ich habe damit ein Problem, lege ich mir das Problem in diese Hand, sage, okay, das ist jetzt mein Problem. Dann weiß ich, in dieser Hand habe ich die Lösung. Ich weiß, ich greife einfach so und weiß, ich weiß es einfach. Und ich weiß, hat sie ja eben so schön gesagt, wenn ich es weiß und wenn ich es bestimme, dann ist es auch so. Darauf vertraue ich. Und dann bringe ich einfach Problem und Lösung zusammen. Lege ich einfach erstmal die Hand mit der Lösung und dann lasse ich einfach das Problem in die Lösung fallen. Und dann ist für mich das Problem erlöst. Und da ich das jetzt weiß, bin ich entspannt und warte nur auf den erlösenden Anruf oder auf den Brief. Also wie früher ein halbes Jahr, 3 Jahre mit einem Problem. Nee, maximal 3 Tage, eher 3 Stunden oder vielleicht manchmal sogar nur 3 Minuten. Kommt der Anruf, Entschuldigung, ich habe aus Versehen und so oder ne? Nee, ne? Ja, danke, lieber Gott, für diese wunderbare Gabe. Ja, reicht es oder ich könnte stundenlang. Also du bist ja nur heute hier, ne? Ja. Wie lang ungefähr? Bis der Abend endet, bis der letzte im Bett liegt, dann fahre ich wieder nach Hause. Das heißt, du bist mit uns auch noch am Lagerfeuer? Ja, gerne. Das heißt, kann am Lagerfeuer auch noch Geschichten geben? Mehr? Ja, wenn ihr wollt, gerne. Bitte? Ja! Gruselige! Also die Märchen von der Liebe. Das sind die gruseligsten. Für manche jedenfalls. Oder von der Selbstliebe, die sind noch gruseliger. Nee, ich bleib bis heute Nacht. 2 Uhr habe ich mir vorgenommen, mindestens. Cool. Ja. Ja, ich habe Verpflichtungen, denen ich gerne nachgehen würde. Und da habe ich gedacht, ich möchte aber trotzdem eigentlich keine Minute verpassen. Eine Minute von dir und wir sind glücklich. So wundervoll, Elke, so wundervoll. Und ich küsse Dario die Füße, dass er dich eingeladen hat. Ganz genau, Dario. Ja, Dario ist es schuld mit seinem Einhorn-Gesang. Ja. Und das heißt, ja, aber viele sagen ja, Kinder- und Jugendkongress, ja, wo sind denn die Kinder? Ja, also, ich glaube, die Frage hat sich erübrigt. Also,
da können viele, viele Jugendliche oder viele, die sind oft sehr schwer und, also, obwohl die gerne was von ihren Eltern tragen. Ja, die sind in so großer Liebe zu uns, dass sie uns wirklich unser Problem, unser Leid, unseren Schmerz abnehmen, wo wir nicht mehr atmen können, nehmen uns die Kinder das ab. Und darum sind viele Kinder krank oder so schwer. Und dann habe ich als Mutter die Pflicht oder als Vater zu sagen, was, oh mein Gott, was tue ich meinem Kind an? Also, wie kann ich meine Themen auflösen? Wie kann ich? So, und dann wird sofort mein Kind gesund. Dann wird es den Kindern besser gehen, ne? Sowieso, und allen ja auch dann. So großartig. Tausend Dank. Und wir genießen dich heute Abend. Ja, ich bin immer wieder gerne da. So schön. Ja, und ich freue mich total, hier zu sein, wirklich. Ich bin jetzt ganz gerührt. Ich setze mich mal so. Alles nochmal. Alles nochmal von vorne. Gezeigt. Was? Sind die von dir? Ja. Ja, also, aber hopp. Aber. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vitali. Mama spricht jetzt, bitte, liebe Kinder. Es ist jetzt so, die dürfen jetzt eine ganze Weile bei euch sein, so lange. Und ihr dürft wirklich den Zwergen euer Herz ausschütten. Ihr dürft ihnen alles schenken und übergeben und was sie nicht mehr brauchen. Ich sammle sie nachher wieder ein. Und wenn wir ans Feuer gehen, dann werden die Zwerge nämlich alles ins Feuer werfen und verbrennen. Und da werde ich nämlich mal ein Zwergenlied singen. Was? Und dann... Was? Genau, mit Recht regt ihr euch auf, aber die sind jetzt stellvertretend, sammeln sie schon mal euch ein, ne? Damit ihr nachher Bescheid wisst. Wir, also ne, ihr dürft, ich sammle die nachher in diesem Korb ein und nehme die mit ans Feuer. Und am Feuer werde ich ein Zwergenlied singen und dann dürft ihr, dann tun das die Zwerge für euch stellvertretend, aber ihr müsst ihnen natürlich helfen, weil alleine schaffen die es ja doch alles nicht, dass ihr alles ins Feuer werft. Die Sorgen, die Nöte, die Probleme, den ganzen Müll, den ihr loswerden wollt. Und dann, wer das tut freiwillig, der kriegt dann von den Zwergen ein Geschenk. Ne? Und dann dürfen wir uns gerne darüber unterhalten. Ihr könnt mich fragen, wenn ihr mit dem Geschenk nichts anzufangen wisst, dann werde ich euch schon aufklären.
Ne? Das könnte zum Beispiel sein, ja. Also jetzt einfach so ein bisschen stellvertretend und schon mal, damit ihr euch schon mal sammeln könnt und euch schon mal, ne? Aber natürlich werden wir nicht die Zwerge verbrennen, sondern nur die Energie, die dann in den Zwergen steckt. Damit, damit die wieder rein sind bis zum nächsten Mal. Das ist meine Mama hier, die Zwergenmama, das ist die größte und stärkste von allen. Ja, aber hallo, guck mich mal an. Also, Kind, da willst du noch hinkommen. Das ist so genial, Elke. Ja. Ich habe ja Cheat, also ist nur einmal am Spielen. Draußen. Sabine, möchtest du etwas sagen? Ja. Dann sprich doch mal. Okay. Gut. Funktioniert. Das sag ich doch. Das ist so genial. Das ist die Überleitung. Du sprichst von Sorgen und Problemen. Und das ist so die Überleitung zum nächsten Vortrag. Weil da, wo auch Licht und Freude ist, ist auch natürlich Schatten. Und das ist so spannend, wie das, ohne dass wir das wussten, wie das auch sein wird, ist es der Plan. Und jetzt spricht Martin Elias über Licht und Schatten. Das heißt, wenn du den Impuls hast, wenn du den Zwerg im Prinzip währenddessen, während dein Vortrag, das ist doch genial, oder? Man, der hat einen schwarzen Bart, sein, ne? Zwerg. Eigentlich ist er lichtvoll, aber einen ganz schwarzen Bart. Ja. Weil er denkt, er wäre dunkel heute. Das ist so genial. Nö, der ist schwarz, der steht auch dazu. Also das heißt, wenn wir den Zwerg jetzt... Habt ihr noch Aufmerksamkeit für Martin? Wie bitte? Deswegen habe ich ja gesagt, die nicht mit zum Feuer kommen wollen, die geben das jetzt dem Zwerg ab. Und dann kriegt ihr heute Nacht, wenn ihr träumt, das Geschenk von den Zwergenwelten. So können wir das machen. Genau. Nein, habt ihr ja gesagt, es wird nicht verbrannt. Hast du nicht? Also wenn du so an deinen Sorgen, nein, sie hängt so an ihren Sorgen. Sie kann sich nicht vorstellen, dass ihre Sorgen sich verbrennen können. Und darum sagt sie, schade, schade. Aber wer seine Sorgen gerne behalten möchte, hör mal, wir sind freie Völker, freie Wesen in freien Welten. Ne? Wir dürfen, aber ihr dürft auch abgeben. So, nun das Wort an. Vielen Dank an die neue Kultusministerin. Ich nehme die Wahl an. So, dann gebe ich mich mal zur Seite. Damit ich denke, dass wir ruhig, wer ist es, kriege ich den Impuls von Mitch, dass er uns ein bisschen... Ja. Hm? Okay.